In der heutigen Baubesprechung geht es um das Thema junge Leute auf dem Bau. Was treibt sie um? Wieso sind sie im Handwerk unterwegs? Das will ich heute mal mit einem besonderen Gast besprechen. Also, wenn dich das interessiert, bleib dran. Gleich geht's los. Also, Freunde der Altbausanierung, wen habe ich denn nun heute hier als Gast? Jung, dynamisch, erfolgreich. Das ist der liebe Robin Dannhoff aus Niedersachsen. Er arbeitet zurzeit als Polier in einer Firma mit, lass mich nicht lügen, ich meine 8 Angestellten. Und ich habe mir gedacht, das kommt so richtig gut, weil Robin gerade mal noch nicht mal 30 ist, knapp davor steht und ich das super finde, dass er als junger Mann sich ins Handwerk stürzt und dort seine Laufbahn finden möchte. Und über diese Themen wollen wir heute mal reden. Also, Robin, herzlich willkommen heute hier Ja. in der Baubesprechung. Ich freue mich, dass du hier dabei bist. Und erste Frage, leg doch einfach mal los, stell dich ein bisschen selber vor und was treibt dich so um momentan? Ja, ich bin Robin Dannhoff, 29 Jahre alt, komme aus Nordrhein-Westfalen, ist an der niedersächsischen Grenze, aber ist noch Nordrhein-Westfalen. Und was treibt mich so um? Ja, ich habe 2 Kinder, eine 6 Monate alte Tochter und eine 4-jährige. Und ja, gut, die beschäftigen mich ganz gut. Und ja, Handwerk ist für mich eigentlich einer der, ja, eigentlich am unterschätztesten Berufsgruppen, die wir aktuell so haben. Ist ein bisschen schade, dass das in den letzten Jahren so untergegangen ist, aber im Grunde genommen wirklich tolle Berufe dabei und ja, das treibt mich so um. Handwerk eine wirklich tolle Sache und meine Kinder. Das finde ich sehr gut. Da hast du mir schon gleich mal ein paar Stichworte geliefert, wo ich auch ganz gerne drauf eingehen will. Genau, was du eben gesagt hast, dass deiner Meinung nach das Handwerk in den letzten Jahren so ein bisschen nur untergegangen ist. Wie ist denn da überhaupt so deine Wahrnehmung oder warum bist du Maurer gelernt oder was hast du Genau. gelernt? Also Gelernter ich habe Maurer. 2 Jahre lang Stahlbetonbauer gelernt und das letzte Gesellenjahr habe ich dann als Maurer gemacht. Okay, und wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, ins Handwerk zu gehen und nicht zum Beispiel, wie die meisten ja heutzutage wollen, dass sie studieren gehen und dann, was weiß ich, wie das dann alles weitergeht? Wie kamst du da drauf? Ist ein bisschen kurios. Ich wollte damals auch studieren. Ich wollte nach meinem Fachabitur quasi Grafikdesign studieren. Habe dann ein bisschen online, da mir das ein bisschen angeguckt und fand das da nicht mehr ganz so berauschend. Und dadurch, dass mein Vater dann selber selbstständiger Bauunternehmer ist, kam ich halt relativ früh schon ins Handwerk rein. Und ich habe halt viel am Schreibtisch gearbeitet, für Klausuren oder ähnliches. Und das Handwerk war immer so ein irgendwas, was da noch so mitgeschwebt hat. Und das hat mich halt doch schon sehr begeistert. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, komm, ich mache die Maurerlehre und lass das Grafikdesign an anderen Leuten, die da mehr Spaß zu haben. Ja, cool. Ich finde das gut, wenn es kommt ja natürlich auch ein bisschen drauf an. Ja klar, hört es sich auf eine Art und Weise vielleicht einfacher an oder stellt sich als einfacherer Beruf dar. Ja, Grafikdesigner sitzt du halt am PC und brauchst nicht auf der Baustelle schwer schleppen oder was weiß ich, schwere körperliche Arbeit verrichten. Aber letztendlich kommt es ja auch darauf an, so ein bisschen für sich selbst seine Vorlieben und Berufungen, wie man es auch immer nennen will, dann zu finden und das auch ein bisschen zu leben. Ne? Und es nützt ja nichts, wenn das alles keinen Spaß macht, dann Dann wird da macht das nicht, keinen Spaß, ne? nee, Wenn dann man das macht das so, keinen wenn man das 30, 40 Jahre machen Definitiv muss. nicht. Da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Ja. Das ist dann äußerst ungünstig. Ne? Und habe ich das richtig verstanden? Also bist du jetzt arbeitest du in dem Betrieb von deinem Vater? Nein. Nein, okay. Aber das war eben der ausschlaggebende Punkt, dass du auf die Idee gekommen bist und da schon mal reingeschnuppert hast und so weiter. Genau. Wäre das eine Option gewesen oder kam das für euch irgendwie überhaupt nicht in Frage? Habe ich gemacht. 2 Jahre lang. Das Problem ist, mein Vater ist sehr, ja, in einem weiteren Radius unterwegs.
Und durch die Geburt meiner ersten Tochter habe ich mich dann da ein bisschen zurückgezogen und gesagt, komm, ich mache erstmal was Regionaleres, bis die Kinder ein bisschen älter sind. Das Unternehmen rennt jetzt erstmal nicht weg. Und das war halt für alle pässlicher, für meine Frau, für mich. Und ja. Ja, okay. Ja, ein super Grund auch, wo es auch so ist, dass es bei mir auch so war, dass ich, als unser Sohn klein war, dann gerade anfing, Meisterschule zu machen und dann im nachfolgenden Firma aufgemacht und so weiter. Und dann kam alles auf Mal und die Familie blieb dann letztendlich sehr oft hinten dran stehen. Was ich im Nachhinein gerne oftmals anders gehabt hätte, aber nun ist es so, wie es ist. Und finde ich gut, dass du da versuchst, ein Gleichgewicht hinzubekommen. Und ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht aus den Augen lassen sollte. Da würde ich vielleicht noch mal gerne nachhaken. Wie ist das denn in deinem Umfeld mit deinen Freunden und so weiter, als du dann letztendlich gesagt hast, oh, ich mache doch kein Grafikdesign, ich gehe auf den Bau. Fanden die das gut oder wie ist überhaupt die Schnittmenge vielleicht in deinem Freundeskreis? Sind da einige Handwerker dabei oder gar keiner? Oder wie ist das Sind ein so? Paar dabei. Viele machen wirtschaftliche Berufe. Das ist auch stark im Kommen, BWL und sowas. Finde ich jetzt auch nicht schlecht, aber ja. Ja, wie war die Reaktion? Im Grunde genommen eigentlich ganz positiv. Es war ja auch so leicht absehbar. Das war ja ein Prozess. Ich hatte dann damals auf der Fachhochschule dann halt auch relativ zeitig eingesehen, okay, das ist vielleicht doch nicht das, was ich machen möchte. Dann lief ja noch ein halbes Jahr. Und dann hatte man schon mal alle so ein bisschen informiert, vielleicht ist Maurer doch das Bessere für mich. Ja, okay, alles Und klar. dementsprechend war die Reaktion nicht ganz so dramatisch, aber ja. Ja, also ich finde das gut und letztendlich auch, wenn da mal irgendwo Gegenwind kommen sollte oder man sich mal anhört. Es gibt ja schon so ein paar gute Sprüche, Ja. ne? Wolltest du nicht was anderes lernen? Maurer kannst du immer noch machen. Ja, Oder sowas. Das ist ja genau. schon, also gesellschaftlich ist das jetzt nicht der anerkannteste Beruf. Ja. Aber im Grunde genommen, wenn was kaputt ist, ja, dann kommt meistens als erstes der Maurer, ne? Ja, so sieht's aus. Und das stellt ja auch eine absolute Notwendigkeit dar. Und ich sage auch immer, gerade weil ich ja nun auch die ganzen Jahre rein in der Altbausanierung gearbeitet habe und arbeite, dieser Wasserschaden, wo die Wasserleitung platzt oder was und der Klempner die Wand aufkloppen muss, um die Wasserleitung zu reparieren und das Loch da in der Wand, das wird auch in 100 und 200 Jahren noch der Maurer mit Mörtel zumachen und nichts anderes. Das wird niemals nicht ein Roboter machen oder sonst was. Von daher ist das ja auch irgendwo ein sicherer Beruf. Ja, gibt ja auch den Ne? Spruch, Handwerk hat goldenen Boden. Das ist einfach so, weil ich sag mal, viele Gebäude sind ja schon sehr systematisch aufgebaut, aber gerade in der Altbausanierung ist das halt absolut nicht der Fall. Da machst du irgendwas auf, da ist eigentlich jede Woche irgendeine Überraschung hat man dabei, wo man sich so denkt, okay, kann man so machen, hätte ich jetzt nicht so gemacht, aber ist schon spannend. Also ich finde den Beruf einfach geil. Man kommt morgens auf eine Baustelle und es ist immer wieder so ein Aha-Effekt und es macht einfach Spaß, ne? Ja, da muss ich lachen. Das ist nämlich genau das, was ich letztens in der letzten Baubesprechung auch mit Peter beschnackt habe. Du denkst, du hast schon alles gesehen. Ich mache Nee. das jetzt seit 35 Jahren und wirklich jedes Mal genau bis zur nächsten Baustelle. Da kommst du hin und denkst dir, okay, alles klar, hier läuft wieder irgendwas anders. Und genau, mir geht es da ganz genau wie dir. Gerade das finde ich so spannend und interessant dabei. Und deswegen kann das niemals langweilig werden. Ne? Und um da mal drauf einzugehen, ich habe das nochmal so ein bisschen rekapituliert. Wie haben wir uns denn überhaupt kennengelernt? Also ich glaube, du hast unter eins meiner Ich habe Videos deine Videos kommentiert kommentiert. und hast geschrieben, Genau. Mensch, cool, ich will auch meinen Meister machen. Wie siehst du das denn? Oder so ähnlich war das doch, oder? Genau. Und Ich dann. habe das im, ich glaube, YouTube Shorts habe ich deine Videos gesehen. Gerade das Verputzen ist natürlich immer schön, wenn man Altgesellen dabei zugucken kann. Ich bin ja selber noch relativ jung. Ich putze ja auch kaum noch. Früher war das ja mehr gängig, dass der Maurer dann auch mal putzt. Heute ist das ja eher so, alles über 10 Quadratmeter gibt man gerne ab. Und ja. Hat mir das dann ein Richtig. bisschen angeguckt
Und dann habe ich das auch mal kommentiert. Ja, und dann kann man da relativ schnell beieinander, ne? Ja, finde ich super. Schönen Dank nochmal dafür, dass du dabei bist. Und da kommen wir dann nämlich auch genau auf den Punkt. Oder was treibt dich an, dass du dann jetzt überlegst, deinen Meister zu machen? Dass du da bei deinem Vater nochmal einsteigst? Oder würdest du es auch so machen, aus reinem Eigenantrieb? Sowohl als auch. Also ich hatte früher immer mal so den Gedanken, ich könnte auch gerne und gut und gerne so HBZ-Meister machen, weil mich das unfassbar gerne, so unfassbar interessant finde, auch mal so junge Menschen auszubilden. Dann als Meister natürlich auch natürlich andere Möglichkeiten. Also HBZ-Meister meinst du als Lehrmeister Genau. an der Schule zu arbeiten? Genau. Das wäre eine Okay. Option gewesen. Das Problem ist, ich bin noch 2 Meter groß, das sieht man jetzt in der Kamera gar nicht. Das heißt, irgendwann wird so der Punkt kommen, wo es mit dem Rücken losgeht. Und dann denke ich mir, okay, dann ist es vielleicht eine gute Sache, wenn man noch so eine Möglichkeit hat, zum Beispiel dann HBZ-Meister oder vielleicht in Familienbetrieb einsteigen. Einfach das Ganze, ne? Man ist noch jung. Ja. Ich denke, so einiges habe ich auf dem Kasten und dann kann man ja auch mal gucken, ob man da irgendwie sich schon mal vorbereitet, ne? Und Für die Zukunft. hast du da irgendwie jemanden gehabt, einen Mentor oder ja, Mentor hört sich so groß an, irgendwie jemanden, der dich da vielleicht auch drauf gebracht hat, noch mehr los, mach mal Ja, oder? ein Patenonkel ist Maurermeister, mein Vater ist Techniker. Ja, das ist eigentlich ist das so ein familiärer Beruf bei uns, ne? Ja, Und super, dann sagen sie weil natürlich auch so, ja, guck mal, du hast ja damals schon probiert, hier irgendwie Grafikdesign zu studieren, du bist ja kein Dummer, mach doch deinen Meister. Ja. Und dann gut, habe ich mir das überlegt, kann man machen. Ja. Und habe dann auch im Endeffekt mir ein bisschen was angeguckt, kenne auch ein paar Meister jetzt bei uns aus dem Kreis, mit denen ich dann auch gelegentlich mal zusammenarbeite. Und ist schon spannend, ne? Ja, super, weil bei mir war es zum Beispiel so, dass ich nicht von alleine auf den Gedanken gekommen wäre, meinen Meister zu machen. Grüße gehen raus an dieser Stelle an meinen Freund Jürgen in Bremen, der damals Gott sei Dank so hartnäckig war, mich überhaupt erstmal drauf zu bringen, darüber nachzudenken. Der fing nämlich mal eines Tages an, was ist denn nun und so. Und ich sage, ja, was denn? Ja, willst du nicht mal deinen Meister machen? Ich sage, nee, wie kommst du da jetzt drauf und so, ne? Also da war gar nichts Okay. in der Beziehung, also kein eigener Antrieb, warum auch immer. Naja, und er blieb aber über Wochen und Monate so hartnäckig, dass er mich praktisch mehr oder weniger da so drauf hingeschubst hat. Und da bin ich ihm auch wirklich noch dankbar, heute, 25 Jahre später, dass er das gemacht hat. Das war dann halt, wenn wir uns nächstes Mal getroffen haben, ein paar Wochen später, ja, was ist denn, du hast dich da schon angemeldet und so. Ich sage, wo angemeldet? Ja, bei der Meisterschule. Und so ging das dann praktisch immer weiter. Und so kam ich immer mehr ins Nachdenken und bin dann hin, habe schon mal geguckt, wie sind da die Öffnungszeiten. Und so kam das dann. Und ich hatte ja meinen Meister in 5 Jahren alles auf Abendschule gemacht. Und wie denkst du denn, wie willst du das denn machen, wenn du das Da wird angehst? es wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Da ich ja 2 Kinder habe, ist das Vollzeit. Wegen dem Lohnausfall, also dem kompletten Lohnausfall, wahrscheinlich keine Option. Und Abendschule, ich finde es erstmal gut, dass es das Angebot gibt, dass man das halt auch in der Abendschule machen kann. Dann die Blöcke, ich gehe mal davon aus, HBZ-Blöcke sind wahrscheinlich dann morgens Beginn und ich weiß jetzt nicht, kann man das auch in der Abendschule machen oder wahrscheinlich eine. Gute Frage. Ich denke, das ist von jeder Schule, Bundesland und so weiter dann wieder anders Unterschiedlich, ne? geregelt und ganz verschieden. Damals bei uns in Bremen war es so, dass wir, ich glaube, dreimal die Woche abends Unterricht hatten für 4 Stunden und dann, wenn es auf die Prüfungsblöcke zuging, dann auf den Samstag noch einen halben Tag. Aber ich denke, das ist von jeder Schule abhängig und dann auch vom Beruf und so weiter. Ne? Aber auf alle Fälle finde ich das sehr gut, dass du das machen willst und kann das auch nur, obwohl es nicht einfach ist. Kann ich das auch nur dir raten und auch anderen Leuten raten, macht was. Macht es. Wir brauchen solche Leute wie dich im Handwerk, die mal die Beine in der Hand nehmen und sich mal ein bisschen drehen und dafür sorgen, dass das auch die nächsten Jahre so weitergeht. Wir sehen ja, was los ist, auch
Fachkräftemangel und so weiter. Und ich sage mal, vor 3 Jahren haben die Leute noch gedacht, ich will denen einen vom Pferd erzählen, wenn ich gesagt habe, ja, in 8 Wochen können wir anfangen mit den Arbeiten. So, und das war Ja. aber alles nur die Spitze vom Eisberg. Und es wird immer schwieriger. Ne? Und wie ist denn da überhaupt bei euch so gerade die Lage mit Nachwuchs bekommen, Fachkräfte Nachwuchs. einstellen oder sonst was? Also Nachwuchs ganz schwierig. Also ich sag mal, ein HBZ, was damals mit 30 Leuten besucht wurde, da tummeln sich heute 10. Dann Okay. auch viele, die den Beruf eigentlich, also was heißt viele? Ich sage mal so 25% sind eigentlich immer dabei, die wollen den Beruf eigentlich gar nicht lernen. Die haben das dann gemacht, um überhaupt irgendwas machen zu dürfen, sag ich mal, ne? Und Ja. das gliedert sich dann auch relativ, ja, zeitig aus. Und ja, Fachkräftemangel ist ein dramatisches Thema, ne? Wie äußert sich das denn jetzt bei euch, zum Beispiel direkt in der Firma? Hast du so direkte Beispiele oder wie gestaltet sich das überhaupt? Habt ihr so euren Stamm an Leuten, den ihr behaltet und würdet aber gerne mehr einstellen? Kommt aber keiner oder wie ist es da so? Ja, ich sag mal, ausgelernte Gesellen, die haben meistens ihren Platz gefunden. Und regional wirbt man ja auch nicht ab. Dementsprechend ist man dann darauf angewiesen, was so Neues nachrückt. Und ich bin jetzt selber nicht in der Position, dass ich jemanden einstellen müsste. Aber das scheint in den letzten 10 Jahren steigend dramatischer gewesen zu sein, was sich da so angeboten hat. Ja. Ja, Lehrlinge ist immer ein schwieriges Thema, ne? Also man kann natürlich sich darauf einlassen, einen auszubilden. Kann natürlich auch mächtig in die Hose gehen, ne? Na ja, und Aktuell dann. haben wir da jemanden, das ist auch nicht ganz einfach. Der weiß halt, was er nicht machen muss, und was er auf jeden Fall, was ihm so je, auf jeden Fall zusteht. Und Also früher, ich weiß nicht, früher, ich habe er damals mit kennt. 15 Jahren in den Ferien schon angefangen zu arbeiten. Ich kenne das nicht anders. Da kam der LKW, da waren da eine halbe Palette Sand, hier Zementsäcke drauf, wo gesagt, du, da oben ist der vierte Stock, da muss das Material hin. Dann hat man das da hochgetragen. Dann Ja. hat man sich vielleicht mal so auf der Treppe so ein bisschen ausgekotzt, aber es war in Ordnung, immer war es oben. Heute muss man erstmal ein bisschen diskutieren, so ein bisschen Motivation schaffen. Das ist schon nicht ganz einfach. Okay, naja, gut. Das kenne ich natürlich auch absolut anders. Ja. Das ist natürlich eine Sache, wenn es dann daran schon scheitert, ne? Und ja, okay. Ja. Gut, aber Aber das wie ist ja gesagt, eine Sache. Aber überhaupt jemanden nachzubekommen, ich meine, wenn das tatsächlich so ist, dass nur noch ein Drittel Lehrlinge in der Berufsschule unterwegs sind, ja. als vor 5 Jahren oder wie auch immer, das sind ja doch schon dramatische Zahlen. Und dann müssen Nein. sich die Leute auch nicht wundern, wenn halt sich Termine immer weiter nach hinten verschieben, dazu dann noch das Material teurer wird und wie auch immer. Ne? Ich Das sag mal, es ist. ist ja schon ein bisschen entspannender geworden. Die Corona-Maßnahmen sind jetzt weitestgehend an ad acta gelegt und jetzt kann man ja ein bisschen entspannter wieder auffahren, aber Materialkosten sind dementsprechend immer noch teuer. Ja. Ja, man merkt das schon, ne? Und gerade Termine, ja, ist halt schwierig. Ich sag mal, jetzt im HBZ-Vergleich zu bleiben, früher gab es ein HBZ in Minden, das haben sie zugemacht und haben das zusammen da mit Lübbecke gelegt. Das ist schon dramatisch. Da waren früher in Minden 40 Leute und in Lübbecke auch nochmal 30 Leute. Und wenn du das überlegst und dann fehlt dir quasi ein Siebtel Ja. der Leute, die den Beruf tatsächlich noch ausführen wollen. Und dann hast du ja auch immer, du hast das immer ein bisschen gegliedert. Ne? Ein paar Leute wollen das als Sprungbrett nutzen, die dann irgendwie in dem Bereich aber dann später was anderes machen wollen. Ein paar schaffen es nicht und ein paar sind dann tatsächlich als Gesellen auf dem Bau. Und wenn die Schnittmenge so gering wird irgendwann, ja, Ja. dann merkt man das schon, ne? Ich Ganz sag mal so, ich schwierig. habe immer so, mein Altgesellen immer so ein treffendes Beispiel gebracht. Ich könnte mich morgens mit meinem Eimer an der Kelle an der Straße stellen, müsste die Hand hoch machen und irgendeiner würde mich mitnehmen. Das ist einfach so, weil die Leute einfach nicht mehr da sind, ne? Ja, oder es kommt mein alter Ego hier, mein, hey, wo ist er da? Hier, Ja. Kollege Umbauheld ins Rennen und zeigt den Leuten dann halt, wie sie es selber machen können. Genau, das ist ja auch ein springender Punkt. Heutzutage ist ja dieses Do-it-yourself, kommt ja immer mehr eigentlich zum Tragen, weil die Leute sich das entweder gar nicht mehr leisten können, einen Maurer zu beschäftigen, Ja. oder halt einfach keine Termine für diese Leute finden. Ne? Und man muss das ja auch Naja. mal ein bisschen
ist ja auch dramatisch, wenn du jetzt ein Badezimmer sanieren willst, du hast Maurerarbeiten, du hast Elektrikerarbeiten, du hast Sanitäranlagenarbeiten und dann am Ende noch einen Fliesenleger und das irgendwie in den Rahmen zu bringen, wenn du nur ein Badezimmer hast, dass das nicht komplett entgleitet, dann ist das schon gar nicht Ja, so einfach. das wird ganz schwierig. Und wie handhabt ihr das denn bei euch in der Firma zum Beispiel? Habt ihr alle Gewerke in der Firma, dass ihr sowas zum Beispiel komplett abarbeitet? Wir können eigentlich außer Installation eigentlich alles selber ausführen. Also Installation meine ich jetzt Elektroinstallation und Sanitärinstallation. Ja, das ist doch Da haben wir super. dann auch Firmen vor Ort, mit denen wir lange Jahre schon zusammenarbeiten. Und das kriegt man dann irgendwie harmonisiert. Aber das ist dann meistens nicht so, nächste Woche könnte anfangen, sondern man muss schon sagen, 3, 4 Monate, bis erstmal das Kontingent abgearbeitet ist und dann kann es bei euch dann losgehen. Und dann hat man das auch alles so ein bisschen synchronisiert mit den anderen Gewerken und dann passt das. Ja, das ist auch so ein Punkt. Also ganz klare Empfehlung auch von mir. Ich habe es ja in Bremen auch die ganzen Jahre so gehabt, dass ich immer mit meinen gleichen Kollegen, mein Klempner, mein Dachdecker, mein Maler und so weiter, zusammengearbeitet habe. Und dadurch kriegst du Termine viel besser organisiert und auch zusammengepackt, die dann zusammen müssen. Und da sehe ich auch, schwierig wird es immer dann, wenn so Firmen zusammenarbeiten müssen, irgendwie, die sich nicht kennen. Dann wird es oftmals sehr, sehr hakelig. Also die Erfahrung habe ich da zumindest über die Jahre gemacht. Das war immer besser, wenn so ein eingespieltes Team letztendlich dann zusammenarbeitet. Ja, du, die spielen nicht besser Fußball oder nicht nur besser Fußball, sondern die arbeiten auch auf der Baustelle besser zusammen. Das ist einfach so. Ja, Ne, da kann man genau. auch mal jemanden gerade mal ausleihen, der stemmt schon mal die Rohrkanäle durch und dann kann direkt die Installation weitergelegt werden, als wenn man da immer so überlegen muss, ah, frage ich den jetzt, ich kenne den ja nicht und so. Ja, Und im richtig, Endeffekt, ja, richtig. es ist immer ein bisschen einfacher. Ah ja, siehst du, um darauf nochmal zurückzukommen, was wir eben besprochen haben, ja, wieso kommen keine jungen Leute mehr ins Handwerk? Was würdest du denn aus deiner Sicht jungen Leuten sagen oder empfehlen, die jetzt vielleicht ein bisschen mit dem Gedanken spielen, ob das eine Option wäre, ins Handwerk zu gehen oder was? Was würdest du denen so als Motivation mit auf den Weg geben? Ja, das ist ja im Grunde genommen dasselbe wie bei mir. Ich habe ja trotzdem, dadurch, dass ich jetzt eine abgeschlossene Berufsausbildung habe, trotzdem noch Perspektiven. Das heißt, diese abgeschlossene Berufsausbildung ist ja nicht das Ende. Man ist schon mal qualifiziert, man weiß schon mal, wie man eine Schippe bedienen muss. Und das ist natürlich auch für den zukünftigen Arbeitgeber immer eine gute Sache. Da steht halt abgeschlossene Berufsausbildung. Das heißt, der Junge hat schon mal 3 Jahre lang angepackt. Und alles andere kann man darauf ja auch aufbauen. Ich kann anschließend noch Baustoffe verkaufen. Ich kann meinen Meister noch machen, ich kann viele Sachen noch machen und es ist halt nicht das Ende. Und ich würde jedem erstmal empfehlen, macht erstmal eine Ausbildung. Ja, Ja. Dass sehr man auf dem gut. Arbeitsmarkt erstmal ankommt und dass man sich da auch so seinen Platz verschafft. Ne? Dass man auch sehen kann, okay, man hat natürlich, wenn man erstmal handwerklich arbeiten kann, hat man auch einen gewissen Wert. Und den kann man dann Ja. auch vertreten und dann kann man eventuell noch überlegen, ob man dann auch sich weiter entweder spezifiziert oder dann halt so, ja, berufsähnliche Klamotten halt macht, wie zum Beispiel das Verkaufen von Baustoffen. Ist natürlich auch eine Ja. Qualifikation, wenn man die Sachen schon mal verarbeitet hat, ne? Ja, natürlich. Und gerade dieser Punkt, dass man schon mal praktisch gearbeitet hat, Ja. der ist auch in meinen Augen für den Arbeitgeber ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Kriterium. Daran sehe ich doch als Firmenchef, Mensch, der weiß schon mal, wie das ist, mal eine Kelle Mörtel an eine Wand zu werfen oder als Ja. Zimmermann mal hier einen Dachstuhl zu richten oder sonst irgendwie was. Der redet nicht nur von theoretischen Geschichten, sondern der weiß schon wenigstens mal ansatzweise, was das bedeutet, wenn man ja irgendwie die Arbeit auf der Baustelle leisten muss. Weil das habe ich auch oft gemerkt, wenn ich zum Beispiel, ja, was soll ich sagen, du hast einen Architekten, der nur studiert hat. Keine Berufsausbildung, sondern gleich ins Studium rein und so weiter. Ich will hier nicht irgendwie Architekten dissen oder sonst was, auf gar keinen Fall. Ist alles cool, nur das ist oftmals so eine Diskrepanz von
nur die Theorie wissen, also nicht nur, ich meine, die Theorie wissen, aber noch nie richtig mal gearbeitet zu haben und das in Relation zu bringen. Also ich habe es öfter gehabt, ja, dann machen wir das und das und dann machen wir das und so und so und so und so und so. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht so. Also ich nicht. Zeigen Sie mir mal bitte, wie Sie das praktisch anstellen wollen. Dann mache ich das vielleicht nach, aber ansonsten nicht. Ja, das ist schwierig. Weil das in dem Moment oftmals praktisch einfach nicht umzusetzen war. Ja? Und so wie du sagst, du kannst immer weitermachen. Wenn du Genau. Bock drauf hast, so wie du jetzt sagst, ich will meinen Meister machen, ja, mach. Nicht, warte nicht auf irgendwas, mach es. Was kann denn maximal passieren? Was? Du wirst nicht dümmer dabei, definitiv nicht. Und du machst immer eine eigene Weiterentwicklung durch, lernst neue Leute kennen, erweiterst deinen Horizont. Und also aus meiner Sicht, das ist auch so ein Grund, nur deswegen sitze ich jetzt zum Beispiel hier auf Zypern. Nicht, weil ich gesagt habe, ach nee, das haben wir schon immer so gemacht, lass mal lieber. Nee, deswegen nicht. Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, aber das ist einfach, wenn man was machen will, macht es, Leute, macht es, wartet nicht auf ein Wunder. Das wird nicht geschehen, wenn ihr euch nicht selber dreht. Ah, das ist auch noch eine interessante Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Also für mich. Mal gucken, vielleicht auch für die Zuschauer. Was würdest du dir wünschen, was auf dem Bau oder im Handwerk allgemein besser laufen könnte? Ja, das ist eine gute Frage. Was könnte besser laufen? Also ich habe im Industriebau festgestellt, dass es an der Kommunikation in vielen Punkten hakt. Zu Inwiefern? Großbaustellen jenseits der 100 Beschäftigten, 10 Gewerke. Da hakt es ein bisschen an der Kommunikation, dass die Unternehmen untereinander dann gemeinsam Nenner finden. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, jetzt bin ich im Idyll, einer 8-Mann-Firma. Was will man sich da Besseres wünschen? Ja, geringere Materialkosten wäre natürlich ein Träumchen. Dann könnte man natürlich wahrscheinlich das eine oder andere besser umsetzen. 40 Stunden finde ich in Ordnung. Finde ich gut. Da kriegt man auch was zustande. Sonst, was könnte man verändern? Man tut ja schon viel, ne? Der BG ist da ja immer unterwegs. Das Arbeiten immer ein bisschen bequemer zu machen. Ich meine, heutzutage 25 Kilo Säcke. Früher sind die Leute da mit 50 Kilo Säcken rumgelaufen. Ja, kenne ich auch noch 50 Kilo Zementsäcke. Wenn du den vom LKW auf den Rücken geschmissen wirst, dann kannst du gleich liegen bleiben. Geht gar nicht. Es ist schon vieles besser geworden, muss man einfach sagen. Und es geht ja auch immer in die Richtung, man will es, ja, ist vielleicht auch nicht, man will es einfacher machen, sondern man will es effizienter machen. Und das ist ja meistens so der Punkt. Die Industrie arbeitet da dran. Am besten ist nur noch einer auf der Baustelle und der macht alles alleine. Das ist ja so, glaube ich, so die Traumvorstellung. Aber im Grunde genommen wird es dann halt einfacher auch, ne? Sowas kann vielleicht auf dem Neubau irgendwo funktionieren, zumindest teilweise. Aber wie wir schon gesagt haben, in einer Altbausanierung niemals, Ist das schwierig, ja. niemals nicht. Ne? Man kennt ja so Das das muss nicht. Phänomen, dass ich weiß jetzt gar nicht, wie alt du bist. Ich kann mir so 53. 53, dass viele ältere Menschen irgendwie so Angst vor dem Internet haben. Und dann ist dann jemand dabei, der seine handwerklichen Geschicke auf YouTube hochlädt. Und Ja. da ist so meine Frage, wie kam die Motivation dazu? Okay, das ist eine gute Frage. Ja. Ja, was ist die Motivation dazu? Einmal muss ich sagen, ich bin schon immer so drauf gewesen, ich bin immer neugierig. Ich mag das nicht, wenn es langweilig wird. Also wenn das irgendwie stagniert in irgendeiner Art und Weise oder so wie es ja nun oft auch im Handwerk ist, ach lass mal, das haben wir schon immer so gemacht und so, das ist nicht so meine Sache. Oder wenn ich mag das auch nicht so, wenn ich zum Beispiel Kollegen sehe, die sich nicht mit neuen Materialien beschäftigen oder es sind so Sachen, das interessiert mich einfach. Ich will ja auch, ich will A, mehr wissen und interessiere mich natürlich in dem Bereich dann auch für neue Materialien und so weiter, die man viel leichter, einfacher verarbeiten kann, zum Beispiel oder sonst was. Ne? Und
Das ist erstmal so der Grundstock von der ganzen Geschichte, ja. Und dann habe ich tatsächlich überlegt, wie ich in meinem Alter von der schweren Arbeit allein auf der Baustelle wegkommen kann. Oder zumindest ein Stück weit Geld dazu verdienen kann, ohne auf der Baustelle das erwirtschaften zu müssen. Das waren so die ersten Überlegungen dabei. Und dann bin ich durch Gespräche auch mit einem Freund und so weiter drauf gekommen. Ja, mach doch mal einen YouTube-Kanal und so weiter. Da habe ich mich auch erst drüber kaputt gelacht. Ja, ein YouTube-Kanal, was soll ich da denn? So ungefähr. Ja, zeig das, was du jeden Tag machst. So, und da kam dann wieder meine Neugierde ins Spiel, gesagt, getan, Kamera gekauft, Mikro gekauft und dann habe ich einfach angefangen und natürlich auch Schiss gehabt zum Anfang. Man kann das schwer erklären, von sich selber Videos zu machen, das ist eine ganz komische Sache. Das kann ich mir Und vorstellen, ja. seine eigene Stimme das erste Mal in einem Video zu hören oder zu sehen, wie man guckt, wie man sich bewegt, wie man die Gestik ist und so weiter. Ja. Ganz komisch. Kann ich wirklich bestätigen. Ganz eigenartig. Aber man gewöhnt sich an alles und das wird mit der Zeit immer einfacher. So, und so habe ich dann halt mit dem YouTube-Kanal losgelegt und aber auch tatsächlich die Klappe gehalten zum Anfang. Ich habe es einfach gemacht, habe niemandem was davon erzählt. Das wusste nur meine Frau und meine Familie, also mein Sohn. Und das war's. Und dann bin ich losgezogen. Und dann war mir irgendwann klar, als die Videos immer mehr und liefen und so weiter, irgendwann muss ja mal der Punkt kommen, wo mich jemand von meinen Kollegen aus Bremen sieht. Ne? So, und so kam es dann, sage ich mal, ungefähr ein Dreivierteljahr, nachdem ich den Kanal gestartet habe, kam ich morgens zu meinem Stammbaustoffhändler. Und dann ging's auch mal los. Ach, da ist er ja, unser Umbauheld. So, und da war dann klar, okay, jetzt ist es raus. Ja. Dann, so, und dann, das war natürlich auch erstmal komisch. Die Reaktionen waren von bis, was macht der denn da für einen Quatsch? Was soll das denn? Und bist ja oh, cool und so, was machst du denn da? Naja, aber letztendlich ist ja jeder seines eigenen Glückes Schmied und so habe ich dann eben weitergemacht und habe dann im weiteren Verlauf dazugelernt und bin dann drauf gekommen, mit meinen Online-Kursen eben Online-Kurse zu den Themen zu erstellen oder halt eben den Mitgliederbereich jetzt mit der Umbauheld-Uni, wo die Leute dann halt in Videoanleitungen lernen können, wie die handwerklichen Arbeiten gemacht werden. So, und so hat sich das dann halt weiterentwickelt. So, und auch jetzt geht das alles weiter. Also die Entwicklung bleibt nicht stehen. Ich setze mich jetzt hier nicht hin und drehe Däumchen, sondern mach da weiter als Online-Maurer. Ich sage immer, ich bin der einzige Online-Maurer der Welt, den ich kenne. Vielleicht, ich Ja, jemand, freue. der auch im Homeoffice tätig hätte werden können, ne? Ja, genau. Ja. Aber ich finde es gut, wenn ich sehe, dass Leute sich zeigen. Und die Entwicklung geht immer mehr dahin, dass man sich einfach auch als Firma oder sonst was in der Öffentlichkeit zeigen muss oder zeigen sollte. Ne? Und ja. Dazu gehört halt auch oder können solche Geschichten wie bei mir gehören. Das muss ja nun nicht jeder so machen, aber wenn ich überlege, wenn du zum Beispiel als Firma oder als Handwerker einen Instagram-Account aufmachst und da einfach mal ein paar Fotos reinstellst, wie deine Baustelle gelaufen ist und so weiter, sowas ist Reputation für dich. Dass du eine Werbung, ne? gute, ja, dass du eine gute Firma bist, dass du vernünftige Arbeit machst, wie auch immer. Und das öffentlich im Internet zu zeigen, das kann für die Firma nur gut sein. Und Das ist so. da sollte jeder in meinen Augen drüber nachdenken, der selbstständig ist, eine Firma leitet
und sonst irgendwas in der Richtung betreibt. Ja, so kam das. Ich denke, ich konnte das einigermaßen Plausibel erklären, ja. plausibel erklären. Ja. Ja, auf alle Fälle, es macht Spaß. Muss ich auch sagen, das sind ja jetzt so ungefähr 4 Jahre seit Start des YouTube-Kanals und ich konnte wirklich in Online-Geschichten gar nichts. Das habe ich mir alles selber beigebracht, auch über Online-Kurse und so weiter. Und das macht Spaß. Da kommt wieder die Neugierde dann durch und deswegen sage ich da immer schön neugierig bleiben und nicht irgendwie einfach stehen bleiben und dann auch, naja. Das Genau. Fenster. Ne? Ja, Ja. spannend. Deinen Kanal kenne ich jetzt seit, boah, lass mich lügen, einem halben Jahr, Okay. glaube. Wie bist du da so Und drauf gestoßen, ich finde das zufällig, einfach oder? unheimlich interessant. Ich arbeite natürlich selber. Ich suche dann, ich bin relativ jung, ich suche immer so ein bisschen den Vergleich. Was habe ich selber gemacht? Was machen andere Leute? Wie machen das andere Leute? Kann man da was lernen? Ich gucke mir das immer an, ich bin unfassbar neugierig. Und gerade wenn ich so Handwerkskanäle sehe, dann, ich meine, da ist ja schon ziemlich viel Müll bei YouTube Shorts dabei. Aber wenn mal jemand, ne, präsentiert, wie er arbeitet, dann gucke ich mir das gerne an und Ja. finde das halt unfassbar spannend. Das macht richtig Spaß und ich gucke mir das gerne an. Geht mir ganz Ja. genauso. Ich setze mich auch hin und gucke privat YouTube-Videos von Kollegen und so Ja. weiter. Nicht irgendwie, um was weiß ich, rumzumotzen, was macht der denn da oder so? Nee, nee. Immer mit Interesse, immer positiv und zu gucken, oh, ja, guck mal, so macht er das. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Habe ich zum Beispiel gerade die Woche wieder von meinem Freund Peter hier, dem Erklärbär, mit dem ich die letzte Baubesprechung gemacht hatte, mir ein Video angeguckt, wie der da eine Wand verputzt hat. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Wie genial das ist. Und so eine Momente, die finde ich richtig cool. So Ja, ich finde das dann auch. von Kollegen zu lernen. Und die Möglichkeit hast du ja sonst nicht gehabt, bevor mal jemand überhaupt beiging und mal auf YouTube zum Beispiel so Videos reingesetzt hat. Ne, dann musstest du entweder einen coolen Kollegen haben, direkt vor Ort, der dir gezeigt hat, wie es geht. So, und jetzt gehst du bei und gehst auf YouTube und gibst ein, was weiß ich, Wand verputzen zum Beispiel. So. Und dann wird dir der Umbauheld angezeigt oder andere nette Kollegen und dann kannst du lernen, wie das geht. Und das ist cool. Ja, das ist so Praktika, ne? Was man früher so Ja. als Praktikum nur wahrnehmen konnte, kann man jetzt im Internet auch ziemlich gut Richtig. wahrnehmen. Ich meine, den Ist eine coole Nörgel an die Sache. Wand schmeißen letztendlich, die Erfahrung musst du dann schon selber machen. Ne? So, aber alleine dieses theoretische Wissen dann schon zu kriegen, das würdest du sonst ja gar nicht können. Ja, und es ist ja auch immer ein Unterschied, ob du das jetzt im Lehrbuch liest. Das ist ja noch wesentlich abstrakter, als es in einem Video zu sehen. Und Ja. spätestens, wenn der Zuschauer da mal die Kelle in der Hand hat, dann ist nochmal so 50% mehr abstrakt. Okay, das ist jetzt ein Ja, bisschen anders genau. als erwartet. Aber das ist ja auch spaßig, Ja, ne? Ich natürlich. finde das, Und ich find das auch klasse. man muss ja auch mal sehen, wir machen das schon jahrelang. Und auch da ist nicht jeder Tag wie der andere. Mal klappt es besser, mal klappt es überhaupt nicht einen Tag. Ja, das ist doch ganz normal. Ne? Ja. Und aber wenn dann jemand beigeht und seine Arbeiten selber in Angriff nimmt, tut ab. Habe ich auch Also großen Respekt vor. sehr, sehr gut, sehr gut. Ne? Ja. Ja, Mensch, Robin, fand ich spitzenmäßig, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir auf dem Ja. Wege zusammengefunden haben hier. Vielen Dank für das tolle Interview. Mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das freut mich. Vielleicht gerne mal wieder. Und Ja. dann schöne Grüße nach Niedersachsen. Und in der Baubesprechung sehen wir uns dann demnächst auch wieder mit spannenden Kollegen oder so netten Leuten wie Robin hier. Da auch nochmal meine Aufforderung. Scheut euch nicht, mich zu kontaktieren. Ich freue mich immer, wenn sowas funktioniert, wie das jetzt hier mit Robin war. Und Einblicke zu erhalten ins ganz normale Baustellenleben von Leuten, die mittendrin stecken. Das macht es richtig interessant. Und von daher freue ich mich, wenn jemand von euch sich berufen fühlt und sich bei mir meldet für ein weiteres
für eine weitere Baubesprechung. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Und Video. bis dann.